ihr mich hören, könnt ihr mich sehen. Heute Abend hier in Bonn bin das Freestyle-Phänomen. Direkt oben aus dem Norden, hier nach Königswinter. Ich glaube, das, was Leute hier in Deutschland unter Jazz irgendwann angefangen haben zu verstehen, ist so ein sehr elitäres, weißes Ding. So wie ich Jazz verstehe, ist das schon auch eine Straßenmusik von schwarzen Amerikanern. Weißt du? Von da, wo es geprägt wurde. Und dann ist es in die ganze Welt gegangen, genau wie jetzt Hip-Hop auch eine Musik ist, die von kleinen koreanischen Kids gemacht wird und weißt du, überall. Mhm. Deshalb. Aber nee, ich finde eher so von dem, wo es vielleicht gelandet ist, weißt du, weil ich meine, wir sind mittlerweile, es sind witzig für mich gerade solche Events, weil auf der einen Seite ist Jazz so dieses geförderte, elitäre Ding so, viel größer als Hip-Hop in diesem gesellschaftlich anerkannten Rahmen, aber wir haben jetzt es eben geschafft, von den kompletten Underdogs zu dem erfolgreichsten Genre zu werden, nicht nur in Deutschland, sondern überall. Und dann auf der einen Seite ist es dann eben so, irgendwie, ja, es gibt so staatliche Zuschüsse und irgendwie fette Events für diese Jazz- und Klassik-Sachen. Auf der anderen Seite ist es irgendwie trotzdem voll wenig Geld in der Szene, weißt du? Also wenn du so guckst, wie hoch denn die Gagen sind oder so bei Jazz-Festivals, das mache ich jetzt eben nicht, um Geld zu verdienen, sondern so, okay, cool, ne? Einfach mal ein bisschen andere Art von Kultur schnuppern, so. Und deshalb finde ich es so witzig, dass es einerseits so groß und erwachsen wirkt gegen unser infantiles Hip-Hop-Ding und auf der anderen Seite eben ist bei uns jetzt einfach viel mehr Geld am Fließen. Mehr.